Yo, Moin, Flüte und auch heute Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Timelines mit dem guten, leicht verstupften Valvorik. Servus und Hallo. Ich übersetze mal, Servus und Hallo. Ja, letzte Woche hat es mich flachgelegt, diese Woche hat es den Valvo flachgelegt. Wer ist nächste Woche drauf mit flachlegen? Wer wird nächste Woche flachgelegt? Oh mein, oh mein. Ja, wir halten es heute ein bisschen kürzer, von daher, ja. Es gibt ein neues Eventl. Es wird keine unähnliche Aufgabe, aber es ist eine unähnliche Auseinandersetzung, so heißt nicht das neue Eventl. Oh, unendlich. Ich klau doch alles. Echt nur, haben unsere Videos geguckt hier, die Pappnasen. Die Konstellation finde ich ganz nett. Okay, Burnham ist die Einzige, die nicht am Feiern ist, aber... Ich dachte, jetzt kommt was anderes. Ich meine, Q hat seinen sichtlichen Spaß, oder? Ja. Und Quark mit dieser Statue, was die Statue heißt, weißt du noch so grob? Nee. Das ist auf Riser, wenn du... Sieht aus wie ein Mikrofon. Nee. Steuerrute in Tier 1. Das ist, wenn du auf Riser zu Besuch bist und du willst... spezielle Angenehmlichkeiten haben, dann stellst du diese Figur quasi neben dir ab. Also, was weiß ich, du liegst am Strand, dann stellst du die Figur neben dich, bist dann eben halt Traumpartner, Traumpartnerin deiner Wahl. Und dann geht's, ne? Okay. Genau das, was Q gerade macht, oder? Der hat's gerade. Und Burnham guckt ganz beschämt weg, so, oh, nein, da gucke ich jetzt nicht nach links, nein. Unsichtbare Mauer. Starrer Blick. Ja, es gibt ja, die passt etliche, nicht ganz so geil dazu. Die passt nicht ganz so geil dazu. Nee, also zu den restlichen Party, also auch wenn man auf Belohnung klickt, da bin ich jetzt gerade mal reingegangen, es gibt zwei Qs. Einmal ja. Ist der Florist Q und einmal Mariachi Q. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja. Mariachi! Ja. Wieder Diplo und Sicherheit. Ja. Clever kostümiert Halunke Musiker. Ist wenig, ne? Für einen Q. Ja. Wir sind alles können. Ja. Ich müsste doch noch Schnipsen stehen oder irgendwie so. Ein Tourist-Quark, der mit den Badeschlapfen, ey, ist ja auch geil. Ja, ne? War noch nicht gesehen. Also auf die Folge kann sich freuen, also bei Deep Space Nine. Okay. Ich glaube. Ich habe ein bisschen weiter geguckt. Oh, wie weit? Staffel 2. Der Herr guckt. Folge 3 oder so, das war dieses, weißt du, zusammenfassende, also so eine zusammenhängende Dreierfolge. War auch neu für mich. Ja, wahrscheinlich mit dem Kreis oder so zufällig. Die? Ja, genau. Ja. Passiert dann öfter sowas. Da weiß ich schon, warum ich diese Win immer weggeschmissen habe. Sie ist per sofort so eine Art Cersei-Charakter, oder? Irgendwie schon, ja. Ist mir eher vorgekommen wie diese Scepter auch. Shame. Oder die, ja. So von dem Outfit her auch. Auch so ein komischer Charakter. Ja, plus, dass sie eben halt beide auch stark religiös sind, ne? Ja, genau. Ja. Dachte, dass dieser Barret auch so, oder Barail oder wie der jetzt auch so abgeht, deswegen habe ich den ja auch gleich weggeschmissen bei mir. Scheint aber noch der sympathischere von denen zu sein. Ja, nee, der gehört nicht dazu, soweit ich mich erinnere. Ja, Tourist Quark, beide fangen mit Q an, Entschuldigung. Quark ist Ferengi Halunke, verzweifelt romantisch. Spieler, Kommunikator und Zivilist. Ja, Diplo, ein bisschen Medizin und ein Hauch von Command noch. Ja. Ja. Wie Q aussieht, der Florist Q. Die eine Augenbraue so hochgerissen. Den Mund so ein bisschen verzogen. Ja.
Kann mich gar nicht erinnern daran, wo das war. Was TNG oder Voyager? Also entweder Picard oder Janeway kriegen hier Blumen. Ja. Okay. War das nicht In vielleicht der Blumen an diese Anzugsgestaltung würde Worsch? ich fast eher sagen Picard, weil es eher noch nach 80er statt nach 90er aussieht. Okay, also nicht Deep Space Nine, wo da mit Worsch da. Nein, Deep Space Nine tauchte eher. Oder wann war das Deep Space Nine? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht Deep mehr. Space Nine hat eine Folge gehabt. Ja, eine. Das weiß sogar ich. Ja. Ja, warte mal. Ah, ist egal. Aber war ganz lustig, den habe ich vorher schon entdeckt. Ich habe nämlich die Stasis-Kammer durchgeschaut, weil ich wissen wollte, ob Ash Tyler richtig positioniert ist, ohne zu viel zu spoilern. Ob der neben einem Okay. anderen Charakter vielleicht ist. Ist aber nicht. Und da ist mir aufgefallen, dass so ein paar eben drinnen sind, wo ich mir dachte, Florist Q noch nie gesehen. Und da ist mir eben die Burnham auch aufgefallen. Dachte ich so, soll ich was reinschreiben in die Gruppe? Aber wahrscheinlich kommt dann eh das Eventel. Und dann war es so. Nur. Bin ich gespoilert worden von der Stasiskammer? Was kann diese Der Stasis Ort, wo da man eigentlich eigentlich? so selten reinguckt. Aber ich hab auch reingeguckt, weil mich gewundert hat, dass so viele neue Gesichter da sind. Also wir sind jetzt bei August habe ich angefangen, also letztes Jahr August habe ich angefangen bei 390 Charakteren im Spiel. Jetzt sind wir bei 485. Das heißt, in einem Quartal kommen ungefähr 100 neue Charaktere raus. Ja. Ja. Gott sei Dank gab es noch ein Nice. Update, was die Crew-Kapazität angeht. Ich habe den Florist Q übrigens gerade bei Star Trek Timelines Wiki gefunden. Der kam wohl in der Star Trek The Next Generation Episode Staffel 6, Folge 15 vor, die da im Englischen heißt Tapestry. Ich habe keine Ahnung, was die im Englischen, im Deutschen ist. Das ist. Ah, da, wo er stirbt. Der Picard, sein Herz durchbohrt wird. Ah, okay. Und da gibt es Blumen für ihn. Ja, offensichtlich. Okay. Florist Q. Ja. Fürs Grab. Der ist eben neu. Ja. Dann gibt es die Burnham 2 Sterne. Die ist auch neu. Ja, in dem Gefangenen-Outress aus der dritten Folge. Föderationssternflotte, Gefangener, Xenoanthropologe, na viel Spaß, Duellant und Mensch. Jo. Und Wissenschaft, ui, Wissenschaft, aber nur grün. Nichts Ja. Hochwertiges. Also, Ja. naja. Vielleicht mal hochleveln für die eine oder andere Kadettenherausforderung, aber ne. Ja. Schauen wir, wie hoch die kommt. Weiter unten ist noch eine Burnham. Burnhams Lunch Tray ist auch cool. Als Ausrüstung. Lunchtray, also Gibt dieses es Tablett oder was? 2500 Belohnung. Oh, so weit bin ich noch gar nicht. Ich auch nicht, aber ich sehe es nur gerade. Bei 1500 das? Ja, genau, da. Da Lecker, wo. lecker, wie Bar, was auch immer das sein soll. Ich glaube, drei Karotten, vier Bohnen, ein Glas Wasser und drei Kartoffeln, irgendwie sowas wird sein. ja, direkt ein bisschen weiter unter, da kommt die Burnham nochmal. Und zwar von der, wo sie gerade auf die auf die Shenzhou versetzt wird. Wo es Sari kurz mit an Bord beamt. Ich glaube, was war das denn? Anfang zweite Folge? Ich glaube ja. Auf jeden Fall Föderation, Zivilist, Astrophysiker, Xenoanthropologe und Mensch. Und wieder Wissenschaftler. Vier Sterne. Wow, das ist nett. Jo, den nehmen wir Also von mit. Discovery sind viele Wissenschaftler. Saru, Stamets, Ja, Burnham. Stamets geht ab, alter Falter. Ich hab den letzte Woche, glaube ich, verewigt, ne? Der geht durchschnittlich mit seinen Grünpunkten, kommt er über 1000 oder so. Okay. Sie wird doch mal mehr leveln. Level. Stamets. So, was haben wir hier noch? Oh, zeitlich limitiertes Angebot gerade Ja, ich reingekommen. hab's auch gerade als ich mich eingeloggt habe, bekommen hier. Yeah, geil. Illusive Treasures, okay. Oh, 2 Illusive Treasure Packs mit einer erhöhten Chance auf neue Crew. Aha. Heißt es wirklich Illusive? Oder ich habe vorhin gedacht, das holt euch zwei exklusive Treasure Packs mit einer erhöhten Chance, aber heißt es wirklich Illusive?
Ja, ich denke Okay. mal. Sonst hätten sie es dann durchgehend falsch geschrieben. Okay. Das heißt so viel wie schwer fassbar. Unglaublich. Ja, für nur 50 Euro kann man sich zweimal holen. Du Also hast in es Summe schon, dann oder? 100 Euro. Ja, du hast es schon. Nee, nee. Jedes 10er Packet hat alle Beholds, alle Super Rare oder Legendary Crew. Garantiert eine Limited Crew? Was ist eine Limited Crew schon wieder? Ich habe Ist keine das neu? Ahnung. Ich habe erst gedacht, das heißt, dass das Crew-Limit wird erhöht, aber das meinen sie damit nicht, ne? Ne. Eine Limited Crew. Hä? Vielleicht eine Person, die es sonst im Spiel nirgends woanders gibt? Geil, Nö. jetzt fangen sie auch schon damit zum Kack. Okay. 50 Euro, wie viel gibt's da? 10. 2500. Ja, 2500 VIP-Punkte und 10 Packs. Nee, ein Pack. Jedes 10-mal Pack. Ach so, ein Pack mit je 10 Dingern Ja, drin. Oh Gott, ja. Alter, Alter, sind die fiese, ey. Wo hat der Ansonsten wäre es recht Ersparnis? günstig gewesen, aber 10 Charaktere dann nur, also 10 Limited für 50 Euro? Wovon die Hälfte irgendwelche Jetzt Items und ernsthaft? Baupläne sind? Nee, nee, da sind dann alle 4 und 5 Sterne, Leute. Ja, träum weiter. Steht ja da. Ja. Alle Beholds, also du kriegst immer eine Behold-Auswahl, aber trotzdem, ich meine. Ganz ernsthaft. Bei meinem Glück würden es wahrscheinlich nur neue Leute sein, die dann mit einem Stern überall rumdümpeln. Oder Sachen, die ich schon voll habe. Irgendwie sowas. Ja, vor allem, ich meine, normalerweise kostet es 10 Euro, dass du 10 Packs kriegst, und da hast du ja auch mindestens einen Ja. Rare oder Super Rare drinnen. Das heißt, du hast eigentlich fünfmal denselben Wert und noch dazu viel bessere, also zusätzlich noch andere Sachen, die du zur Ehre verballern kannst. Und Na. das ist einfach nur Geldabzocke. Geldabzocke. Tja, Haben wir das auch wieder mal? freut's euch jetzt. Nächstes Mal so, hab's mir zwar gekauft. Nee. 100 Euro nicht. Ich schicke nochmal eben schnell einen Shuttle los. Sind gerade zurückgekommen hier. Okay. Zack, Hab da eins. noch gar nichts gemacht, bin noch bei Null. Echt? Oh, ich kann was reinsetzen. Stimmt. Ja. K. Ja. Sorry. Doch, macht nichts. Mittlerweile habe ich immer eine Crew, die Shuttle-Dinger schon schafft hier. So. Hast du noch Nachrichten? Nee, du meinst den mit dem Q? Nee, den haben wir schon geschnappt. Okay. Dann kann ich dir noch kurz herzeigen. Es ist jetzt der zweite Geburtstag von Star Trek. Gratuliere. Timelines, nicht Star Twerk! Trek, aber ja. Ja. Richtig. Ja, nun ist es im schreienden Kinderalter. Timelines. Jetzt kommen die anstrengenden Jahre. Oh je. gratis 5 Crew-Slots. Yep. Das geht ab auf 60 für alle, die kein Geld investieren. Ich weiß nicht genau, was die meinen mit we also added 5 tier of 5 purchasable Crew-Slots. Dass man einfach nochmal Gruppenkapazität kaufen kann, wahrscheinlich für 3000 Dilithium oder wie viel das Ja, dann aber konnte kostet. ich doch eh schon immer, oder nicht? Ja, aber jetzt dann noch fünfmal mehr. Ja, okay, von mir aus. Fünfmal mehr, dann komme ich auf. 390 in Summe, wenn man das Maximum kauft. Ach so, auch so, dann bin ich noch weit von entfernt. Ich bin bei 205 jetzt. Okay. Also noch viel Geld ausgeben möglich. Nee.
Und Naja, also. ein irgendein Anniversary-Avatar, ein klingonischer Targ. Aha. Toll. Ja, haut sich jeder rein. Also ich habe momentan bei mir den Rifle Picard drin hier. Eigentlich müsste ich auch mal wieder wechseln, der ist jetzt schon wieder so lange da drinne. Und dann haben wir noch, achso ja, vergiss nicht auf deine E-Mail-Adresse, wenn du da wechselst. Ich glaube, die wieder irgendwo eingeblendet, oder? Ja, danke. Gerne. wo muss ich schneiden? 14 Minuten irgendwo. Okay. Ja. Ja, und da gab es auch diese Mail mit den 500 Konitonen, aber da stand wieder mal nichts dabei, ja, nicht ein klickbarer Link. Ja, das war wegen Und das war mit den News. Server-Update oder sowas, ne? Ja, generell, dass das Event da jetzt neu gestartet ist oder sowas. Ja. Konnektoren halt. Nimm mal Nimm mit, gerne mit. mal mit. Also ihr habt ihr jetzt auf 2390 Stück gesammelt. Okay. 18,2 Millionen Föderationskredits. Oh mein Gott. Wie macht der Typ das, ey? Ich mache daraus noch eine Wirtschaftssimulation, Ja, ich ey. glaube Was mich gewundert hat, beim letzten Mal, die Erfolge, da habe ich ja eine Reise gehabt, die nach 10 Stunden war sie automatisch komplett beendet. Ich habe sie nicht abgeholt, zurückgeordert, sondern sie war nach 10 Stunden einfach puff, Ende. Ich konnte abholen und ich habe diese Belohnung bekommen, die 5000 Ehre, die wir bei der Aufnahme Ja. letztes Mal geholt haben. Diesmal ist der Counter über die 20 Stunden gegangen. Ja. Jetzt ist das Ding auf dem Rückweg, aber ich habe diese Belohnung immer noch nicht. Kriege ich die erst, wenn das Schiff zurück ist? Gute Frage. Weil da Habe ist ich nicht auch noch mal ein nicht. Ladebalken drin, da ist gar nichts drin in diesem Reiseding. Aber lief die wirklich 20 Stunden? Die lief, ich kann es dir genau sagen, sogar. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eine verbuggte Anzeige ist. Das mal eine Stundenanzeige? Nee. Ja, Die lief weil jetzt mittlerweile ein Tag, eine Stunde, also über da 24 zählt Stunden. ja die echte Zeit mit. Ja. Es stand hier oben links, stand hier die Weil Zeit, du könntest 20 dich oder jetzt 21 Stunden. einloggen, du Ja. könntest einmal verlängern und könntest dann dich in einer Woche wieder einloggen und nochmal verlängern. Und dann hättest du ja eigentlich eine horrende Stundenanzahl, die Reise läuft. Aber das sind halt dann keine 20 Stunden. Also die meinen halt wirklich in Ja, zwei die. Stunden Häppchen, glaube ich. Ja, das war schon. Das war. Ich, Das heißt, du keine Ahnung, müsstest es sieben, acht zehnmal Mal Mal verlängert. verlängern. Ja, irgendwie sowas. Am Ende habe ich irgendwie 280 Dilithium für die letzte Verlängerung bezahlt. Ja, du müsstest eigentlich das 10-mal verlängern. Hast du es wirklich 10-mal verlängert oder hast du es einfach nur über einen Zeitraum von 20 Stunden laufen lassen? Also erst Nein, ich einmal habe es eingeloggt wirklich und. diverseste Male verlängert. Also ich habe. Aber vielleicht nicht gerade 10-mal, sondern nur 9-mal. 1300 Chronitonen, ich habe 252 goldene Trainingskarten, zwei lilane Charaktere, also das Ding lief schon exorbitant lang. Es stand ja oben, also die Reise habe ich sogar schon gestartet am Montag. Dann am Dienstag ist wieder verlängert, dann am Mittwoch nochmal verlängert und dann heute über den ganzen Tag immer mal wieder, bis dann am Ende wirklich da stand 21,2 Stunden. Okay. Ja, vielleicht klappt es ja, wenn du es abholst. Ja, ich hoffe nicht, dass es irgendwie gar Aber nicht gewertet hat. Weil der Ladebalken dann. ist null vorangegangen hier bei dem Erfolgeding. Aber sonst musst du halt echt mitzählen und musst dann echt schauen, okay. Habe ich jetzt 10-mal verlängert, weil dann zählt es für 20 Stunden. No. Ja. Aber wie viel hat dich das gekostet in Summe? An Dilithium? Sagen locker Oder? 700 oder so, weil Okay. die letzten zwei oder drei waren locker über 200 Dilithium beim Nachfüllen. Du hattest irgendwas über 2000, glaube ich. Ja, ich habe jetzt 3130. Und die Lithium? Ja. Oh, okay. Da hat sich jemand was gekauft. Ja. Okay. Das 100-Euro-Package? Nein. Na, nicht.
Aber wahrscheinlich so ein 10-Euro-Dingens, oder? Ja. Ja. Ja, die haben auch die beste Preis-Leistung. Also das mit den Dingens, mit der Crew. Weiß gar nicht, ich glaube, das war irgendwas da, wo Nicht das mit den blöden Kahn war irgendwie da. Schiffsbauplänen. Okay, nee, 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 Kahn war irgendwie dabei, weil ich habe jetzt diesen einen Kahn. Warte, da, wo ist er, wo ist er, wo ist Kann er? doch nicht wahr sein. Nicht nur. Wo ist er denn da? Ach, Ja. der junge Kahn, den habe ich jetzt auf 4 Sterne. Okay. Neues. So. Das nächste Shuttle. Ja, was gibt's ansonsten? Können wir mal das Zeitportal durchschauen? Da gibt es den Mariachi-Queue gerade für 100 Euro. Zweimal. Und die Event-Packages. Jo. Jo, wer es braucht. Dann haben wir Virtuose Ikone. Da sind die Robin Hood-Charaktere dabei. War Data auch? Oder haben sie den da reingebaut? Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Data war so ein Mönch. Warte mal, wo Als ist er denn? Tucker, ja. Von Ja. Tuck. Ja, Tuck, genau, nicht Tucker. Bruder Tuck oder wie er heißt. Ja. Genau, da haben wir Beowulf Kim, den LaForge, den Q, den Data, Jadzia und Robin Hood. Ich weiß nicht, ob Data eben neu jetzt drinnen ist. Ich glaube, im Spiel war er noch nicht. Die anderen waren schon. Was hat denn der da vorne drin? Ach, das ist da, wo er die Szene, wo er gerade mit einem Pfeil angeschossen wurde von irgendwem. Wer? Data. Also Was Bruder hat der wo Tuck. drin? Vorne in da ist so ein Pfeil in seinen, Ah, in seiner okay. Kutte. Ich dachte vorher, das wäre der Degen von der Fortschwelle. Auf dem einen Bit durchbohrt er ihn ja von hinten. Und dann Hey, guckt der Degen stimmt. auf der anderen Seite raus, im anderen Bit. Das war so eine Voranspielung an Nemesis, ja. Stimmt, Before gibt's auch noch nicht. Heroische 486 Charaktere. Geschichte. Das ist die Geschichte. Ach, da. Und dann flüchtige Schätze.